comes and goes. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2 auf der Karte Region Grundorf V4 mit dem schönen MN Newline City C12 in der Void-Variante und einem RGV-Repaint von meiner Seite aus, das ich mir selbst designt habe, mit dem passenden für eine saubere Zukunft. Wir stehen hier in Oberherzenberg an der Kirche und fahren die Linie 410 in Richtung Einsteindorf Bahnhof. Fahrplanhalter ist natürlich von Hausmann und Mager, Reisenstern aus Westfalen. Wir machen mal die Elektrik an und fangen direkt mal an, den Motor zu quälen. So. Dann einmal bitte die Heizung, ZF Heizen, oder wie hieß das? Natürlich haben wir Void, das ist gut. Genau, dann das, die Karte einmal auf das Brett. Da! So, 4, ja genau, 4, 3, 2, 1, go! Die 4, 1, 0, 0, 2, mache ich mal rein. Das ist jetzt relativ, genau, wir fahren nach Einsteindorf. Zapp! Zum zentralen Omnibus-Bahnhof mit dem schönen Bus hier. Machen wir noch schnell. Screenie, Beanie. Genau. So. So, passt. Drive. Feststellbremse raus. Wir wenden mal. Abfahrt ist um 10.45 Uhr. Deswegen wenden wir auch, weil die Zeit ist vorgestellt. So, genau, Fahrgäste stehen da auch schon. Da ist die Kirche. So, die man jetzt von oben natürlich nicht sehen tut. So, das zum einen. Aber was mich hier so ein bisschen stört, ist das hier. Das macht man doch nicht. Ja, eine normale Fahrkarte kannst du gerne haben. Bitteschön. Ja, ist nicht so das Grüne vom Ei und das Wahre. Dann halt hier der Bereich ist einfach nur, Entschuldigung, dass ich sagen muss, lieblos hingeklatscht. Jetzt habe ich was vergessen natürlich. Da müssen wir kurz mal ein Schwarzbild haben. Es tut mir aufrichtig leid. Ohne diesem Programm arbeite ich regulär nicht. Ja, jetzt warten. Ja, ist wieder da. Wunderbar. Machen die Tür zu. Nehmen den Zehner weg. Stellen nochmal eine Minute vor. Auf 44. 40. Kommt keiner, also fahren wir los. Ja, ich dachte mir mal, ich mache mal eine separate Folge zu dem Video, was ich mit Mr. Zeratox zusammen gemacht habe. Auf dieser Linie, aber vom Kurzläufer vom Bahnhof Moorlach aus. Ja. Und dann dachte ich mir, wäre doch mal angemessen. Ja, dann fahre ich halt schlecht. So, jetzt sind wir schon an der nächsten Haltestelle. An der... Boah. Am Fachwerkhaus, oder wie das Ding hier heißt. Ja. Da ist der Bahnhof. Ja, schöne paar Züge. Hm. Schön ist anders. Ja, eine Fahrkarte gerne. So, da beginnen wir die Party. Alter, wie fährt der denn? Also, da laufe ich ja lieber. Ja, dann lauf doch lieber. Sorry, dass ich mit der Bremse gerade nicht klarkomme. Also, von da kommt nichts. Von da kommt nichts. Wunderbar, dann können wir hier raus. Hier ist es auch Scheibenkleister eng, das heißt, dort fährt wahrscheinlich nur die Linie rein. Aber das ist, ja, schön ist anders. Nächste Haltestelle: Oberherzberg Kaserne. Sie fahren aber schlecht. Was? Na, der Bü hier war, wenn der Bü geschlossen ist, soll man hier warten. Okay. Hab ich auch noch nicht erlebt. Ob das in irgendeiner Stadt gibt, schön und gut. Aber ja, wenn du jetzt aber hier bist, ja, dann ist das so. Ändern kann man sowieso nichts dran. So, dann fahren wir mal weiter an.
Kaserne. Wunderbar. Da steht keiner. Fahr einfach hinter. Also der Abschnitt geht noch gerade so, da fehlen aber Haltepoller. Nächste Haltestelle auf der Höhe. So, jetzt kannst du hier runter rasen. Sonst was. Wunderbar. Wahnsinn. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent Steigung das hier hat. So, aber was mich hier stört, ist einfach, Backdrop sieht man dort. Die Pflanzen sind hier aber, ja, Haltestelle mit Zaun zu nah an der Straße. Das einmal bitte korrigieren. Das passt so gar nicht. Und des Weiteren, was mich massiv stört, ist der Schwachsinn. Der Schwachsinn, mit Splines zu machen, ist völlig unnötig. Man kann die Sachen anhöhen, erheben. Und das ist in null problemlos gemacht. Da braucht man nicht lange für. Und für diese Splines brauchst du ewig länger. Ist nur ein gut gemeinter Tipp von mir. Weil dieser Zaun, der ist viel zu nah an der Straße, und wenn du dann einmal durchbrichst, real ist anders. Ja, nur so als Nebengedanke. So, jetzt kommen wir jetzt zum Bahnhof Morlach gleich. Der fährt ja toll. Ja, ich fahre toll, ich weiß. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Steigung das hier ist, aber es ist schon ordentlich. Und die Zäune, ja, man sieht. Einfach nur, schön, dass du sagen musst, hingeklatscht. Ja, und das ist blöd. Das ist schwachsinnig, das macht keiner. Das ist dann so lieblos draufgebaut und alles, und das muss hier echt nicht sein. So, jetzt hast du hier eine 30er-Zone. Von jetzt auf gleich. 50er-Zone, Entschuldigung. So, hier fehlt auf jeden Fall noch eine Markierung, dass du dort hier halten also musst, um Fahrzeuge zu gucken. Für diese Fahrzeuge sollten sie mir eher Geld geben. So, da kommt nichts. Da kommt auch nichts. So, dann kommen wir zum Bahnhof Morlach. Dadurch, dass ich jetzt einen Langläufer habe und nicht einen Kurzläufer, wende ich natürlich nicht hier. Aber wenn ich hier wende und Pause habe, wie soll ich bitte in diese Haltebucht? Diese Haltebucht kannst du nicht nehmen. Das ist viel zu knapp. Die Zäune sind zu nah an der Straße, das zum einen. Und da kommst du kaum rein, da musst du rangieren, und das muss nicht sein. Das hast du in keinem Betrieb großartig real. So, hier sind Büs, genau. Ich hatte vorher eine ganz andere Version, deswegen, das war ganz cringe. Und Nasenbeutel, der Michael Schumacher, meine alten Beine. So, gucken. Besonderheit hier, ich mache jetzt mal das, was ich jetzt meine, wie ich das hinkriegen soll. So. Fahr schneller, ich will hier auch noch raus. Du auch, Taxi. Ja, aber es ist immer noch sehr eng. Ich hatte das in meiner Version gehabt, da war es noch enger, aber die Zäune an der Straße direkt ist nicht sehr schön gelöst. Sagen wir es mal so. So. Zum anderen am Bahnhof Morlach ist auch, ja, ich bin nicht so begeistert von der Karte. So, machen wir die Tür mal auf, dass wir gestern ein- und aussteigen können. Das ist kein Baustil. Ja. Zum Beispiel, die ganze Häuserreihe, die ihr dort habt, könnte eigentlich schon direkt wieder weg, weil das sieht man nicht. Schön und gut. Kann man aber besser machen. Ja. Und da gibt es genügend Videos. Und ich weiß, dass der Cedric einen Baustil hat, der ist sympathisch. Man kann sich unterhalten. Nächste Haltestelle am Hoheck. So, hier ist kein Zaun, läuft. Und der fängt direkt wieder an. Hallo Zaun. Und wir fahren direkt wieder auf Splines. Was ich schade finde. Sehr schade. Und das muss nicht sein. Denn ich habe das bei mir auch auf meiner Karte gemacht. Da mache ich dann den Spline hoch, setze dann Terrain, und dann geht das innerhalb von ein paar Minuten. Und da kannst du gestalterisch auch sehr schöne Sachen draus machen.
Nur diese lieblose Sachen hier, das muss nicht sein. Es ist einfach für mich einfach eine lieblose Karte. Ja. Des Weiteren, klar, man hätte in... Wo wir gleich auch... So, hier kommt... Sorry. Kannst du mal stehen bleiben? Danke. Motor erstmal, ist kappa. Ah, wir sind auch 2 Minuten zu früh, egal. Eigentlich normalerweise nur 30. So. Hier zum Beispiel, hier sieht man's. Ich bleib mal kurz stehen, so. Man sieht Backstraps direkt auf der rechten Seite. Das muss nicht sein. Das kann man anders lösen, schöner lösen. Ja, da ist der Stausee, der ist schön, den kann man auch so lassen. Klar. Aber es ist in Wirklichkeit kein Stausee. Stausee, da sieht man, dass die Zäune darunter sind. Da ist doch keine Staumauer. Das ist keine Staumauer, das ist nur ein Übergehweg. Ja. Und das finde ich schade. So, hier kommt keiner. Achtung, Fußgänger laufen hier auch quer durch die Gegend. Hier musst du drauf aufpassen, dass dir nichts entgegenkommt. Das ist hier total blöd gemacht. Und du siehst halt hier Splines. Genau, wir fahren jetzt nach Irlach. Wir fahren immer weiter runter, wieder auf den Nullpunkt von der Kachel. So. Und das finde ich einfach so schade. Man kann viel aus der Karte doch zaubern. Hier zum Beispiel sind die Zäune einfach in der Luft. Schade drum. Das würde ich anders machen. Spline-Erhöhung, alles drum und dran. Man kann viel zaubern. Mit vielen kleinen Dingen. Und dann nutzt es auch bitte. Ja. Weil das hier muss nicht sein. Das kann man anders lösen. Das sieht schöner aus. Das ist okay. Das hier ist jetzt okay, aber an einer bestimmten Stelle musst du auch gucken, wie das passt. Weil sonst sieht das Scheibenkleister aus. Das muss nicht sein. Ja. Denn ich habe zum Beispiel in meiner Version von Regierung Grundorf, wo ich ein bisschen am Basteln bin, also am Modernisieren Betonung. Wo ich jetzt gerade nicht dran bin. So, hier haben wir eine Haltestelle, die einfach nicht benutzt wird. Ist auch okay. So, dann wenden wir mal hier raus. Da will keiner mit. Dann fahren wir direkt weiter. Hier zum Beispiel hast du die Kleingärten direkt und so. Na, schön und gut. Das kann man hier ein bisschen anders lösen. Würde ich sagen, kann man schöner machen. Und das, was mir am blödesten auffällt, ist hier. Das sieht doch nicht aus. Die Autos fahren im Endeffekt auf dem Feld zu. Muss das sein? Muss das wirklich sein? Ehrlich Frage. Der fährt jetzt auf dem Feld zu. Schade. Das hätte man anders lösen können. Meiner Meinung. Jetzt kommen wir nach Triesdorf Süd, was für mich, und hier sieht man auch wieder Backdrop, ist jetzt hier nicht so tragisch, hier hast du halt direkt die Felder dran, wegen der Kachel und alles, man wollte halt keine weitere Kachel dran, so, ist in Ordnung, ja, ist ja jedem das seine, deswegen. Aber man kann ja mit vielen Tricks, mit verschiedenen Splines, Objekten, auch die Karte noch richtig schön gestalten. Ja. So. Zum Beispiel jetzt hier in Triesdorf Süd. Das soll ein Kreisverkehr anlehnen. Wo sind die Schilder bitte? Wo sind die Schilder bitte? So. Das zum einen, und zum anderen wendest du hier. Ja. Das würde ich hier auch noch anders lösen. Da kannst du mit den Splines vom Cedric, Grüße gehen an dich raus natürlich, arbeiten, einmal rummachen um das Ding und dann hast du eine wesentlich schönere Abrundung. Und des Weiteren kannst du das auch erhöhen und dann mit Terrain-Splines arbeiten. So, jetzt hängt sich gerade mal um sie auf, super. Kurz, genau, lädt mal wieder den Wolf, dann fahren wir direkt weiter. So, man sieht, ich habe ein bisschen gewackelt. Hier ist zum Beispiel die Endstelle einer Linie von denen. Schön und gut, aber muss das sein? Sorry, aber muss das wirklich sein, dass man direkt auf den Backtrack guckt? Da hätte man es anders lösen können.
da auf der Stelle. So. Ja, komm. So, direkt weiter. Die Linie bin ich mit dem Zara ja auch gefahren, aber halt vom Morlach aus, den Kurzlauf, und danach ist er noch eine andere Linie gefahren. Ich meine von Isselburg zum Wilhelmplatz. Also, nee, vom Wilhelmplatz nach runter, ich weiß nicht mehr genau. So, am Hang, genau, jetzt kommen wir nach Triesdorf gleich. So, dann werde ich mal gucken, dass ich eventuell mir die Karte schnappe, für mich privat, und euch mal zeigen, wie man es machen kann in einem Livestream auf Twitch, wenn ihr es wollt. Genau. Also, Friedhof. Also hier am Friedhof hätte ich mir gewünscht, ja, dass du hier hältst, anstatt da reinfährst, um zu wenden. Das macht keinen Sinn. Für meine Verhältnisse. Du hättest hier und hier eine Haltestelle. Schön, perfekt, und trotzdem können die auf die Linie 31 umsteigen. Ist nur ein kleiner Tipp von meiner Seite aus. Ich finde diese Stelle sowieso ein bisschen blöd. Der Friedhof ist, ja, schön, dass ich sagen muss, lieblos hingeklatscht. Nicht von euch, von dem Vorgänger. Ihr hättet es besser machen können. Ihr habt es so gelassen. Schade. Und das in der V4, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. So. So. Klar, ich sage viele Kritikpunkte. Schön und gut. Ich bin halt Kritik. Ich weiß, ich kriege auch manchmal Kritik wegen meiner Rechtschreibung, mit meiner Aussagen. Ist auch in Ordnung. Ich halt beim letzten Video bei Mr. Zaratox habe ich auch ein bisschen falsch reagiert. So, da kam nichts. Gut. So, jetzt kommen wir hier an die. Art Kreisverkehr. Was hier mir auffällt, hier hätte man ein bisschen Grünzeug reintun können, an dem Ding verbessern können. Boah, fällt der Scheiße. Ja, ich fahre schlecht und scheiße, danke. So. Dann kommen wir jetzt nach Triesdorf zur Kirche. Können Sie mal bitte anders fahren? Ja, ich könnte anders fahren, nur wenn du aussteigst. Na, sind wir heute wieder Michael Schumacher, ja? Ja, wir sind heute Michael Schumacher und Sie sind heute Barack Obama, oder wie? Läuft bei Ihnen. Diese Fahrt sollten Sie mir eher Geld geben. Ja, dann steigen Sie doch aus. Sie Schwab. So. Dann fahren wir direkt weiter. Zur Bahnhofstraße. So, hier ist alles so geblieben, wie es beim Vorgänger war. Nächste Haltestelle, Bahnstraße. Das finde ich echt schade. Das hätte man anders machen können, ein bisschen schöner gestalten können und so. Mit vielen Kleinigkeiten, Gimmicks und so. Ist an sich eine schöne Karte, nur für mich ist es gestalterisch einfach nur, ja, Katastrophe. Man hätte hier noch mehr. Sie fahren aber schlecht. Ja, ich fahre schlecht und Sie fahren noch nicht mal diesen Bus. Tür zu, Appel zu, Klappe zu. Tür zu, Appel tot, genau so wollte ich es sagen. Manchmal muss man mit der Aussprache ein bisschen aufpassen. Uff. Ja. So, hier ist einmal der Zug. Ja, die Oberleitung geht durch eine Brücke. Nächste Haltestelle, Heimbacher Straße. So, ich mache mal kurz Lenkrad zurück. Ist mir nur gerade aufgefallen, warte. Das ist wahrscheinlich nur vom Vorgänger, aber das fällt mir jetzt erst auf. Okay. Wer bitte im Gottes Namen, ja, der Oberleitung da durchziehen, okay. Ja. Aber das hätte man geschickter geschickter machen können. So, jetzt haben sie kurz den Hänger
gehabt. Wow, läuft bei ihm. So, guck mal. So gehe ich auch noch eine Rotphase. Ich kann direkt durchfahren. Läuft bei mir. Was? Laufen? Geht das? Ja, das geht. So, einfache Straße. Hier kann man. So. Keiner will raus, keiner will rein. Wunderbar, dann fahren wir weiter. Siehst, dass ich komme. Die kann es raus. Und gut, er ist auch noch. So, fahren wir an dem VW vorbei. An dem VW Golf. Golf? Ja. VW Roll. Ja, das ist doch so klar. So. Machen wir mal ein bisschen hier langsam. So, jetzt rein. Ich hab nur nicht was den Blinker. Läuft bei euch, KI. So. So, jetzt habe ich den Blinker reingemacht. Wunderbar, schön und gut. Den Kreisverkehr hätte ich auch anders gemacht, schön und gut. Aber jeden das seine. Wir machen direkt hier an der Stelle eine Pause. Denn diese Linie ist beendet. Wow. Genau, zu früh, zu früh, zu früh. Fahrzeit von 3 Minuten verfrüht, klar, weil Strecke fuhr ich jetzt normal. Kreisverkehr schön und gut. Einmal vielleicht das hier ein bisschen überarbeiten, aber eben das seine. Ich bin jetzt nicht von dem Zopf begeistert, wenn du mit der Linie 430 fährst, kommend. Von hier fährst du ja hier, hier und wieder hier, um dann nach da zu fahren, vielleicht für die eine Linie nach Ilsenburg fährt, einfach hier die Haltestelle versetzen, dann hat man nicht so die Probleme. Ja, das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und macht was draus. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge zu Let's Play Omsi 2 auf einer anderen Karte oder auf dieser Karte. Man weiß es ja nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüssikowski und ciao.